Hallo Freunde, heute erklären wir euch die häufigsten und wichtigsten BAföG-Fehlermeldungen. Diese werden anhand eines Codes bzw. einer Zahl am Display angezeigt. Manche davon sind schnell und einfach behebbar, andere wiederum bedürfen den Tausch der betroffenen Komponente. Kommen wir nun zum ersten Fehlercode. Dieser ist Fehler 04. Die Fehlerbezeichnung dafür lautet Throttle Not Return bzw. Throttle Did Not Return. Und das bedeutet auf Deutsch, beim Gashebel ist sozusagen der Regler nicht in der Nullstellung beim Starten des Systems. Ich werde euch jetzt kurz den Code einmal am Display zeigen. Hierfür haben wir ein Setup aufgebaut. Wir haben hier den PBSAD mit 1000 Watt, einmal das DPC18 Display mit der Steuerung und einen Gashebel sowie einen 52 Volt Akku. So, wir haben nun den Akku angeschaltet. Gehe ich mit dem Gashebel nicht in die Nullstellung und schalte das System an. Wie man erkennen kann, wird hier schon der Errorcode 04 angezeigt. The throttle did not return. Und ihr seht, wir haben hier den Gashebel nicht in der Nullstellung. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Problembehandlungen. Und zwar, als erstes würde ich immer darauf achten, ist der Regler nicht in der Nullstellung. Wenn dieser nicht in der Nullstellung ist, vielleicht weil hier Staub, Dreck oder irgendwas hineingekommen ist, was den Regler nicht mehr ganz zurücksetzen lässt, dann einmal hier das Ganze putzen und sobald der Regler wieder in seine Nullstellung zurückkommt, geht auch der Fehler weg. Der Regler ist nun in seiner Nullstellung und wir haben den Fehler behoben. Kommt ihr nun drauf, dass der Gashebel in seiner Nullstellung ist und ihr habt trotzdem den Fehler, dann würde ich als erstes mal, um ausschließen zu können, dass der Gashebel sozusagen defekt ist oder nicht defekt, einmal den Gashebel ausstecken und dann sollte der Fehler auch wieder weggehen. Hierfür schalte ich jetzt das System nochmal aus. Regler nicht in der Nullstellung. Wir schalten das System an. Der Fehlercode erscheint. Und nun schließen wir das Daumengas einmal ab. So. Und wie ihr sehen könnt, ist der Fehler weg. So. Wenn ihr nun das Pedal bewegt, seht ihr, der Motor treibt wieder an und ihr könnt eure Fahrt fortsetzen. Und zudem wisst ihr, dass ihr einen defekten Gashebel habt. Hierbei hilft leider nur noch der Tausch der Komponente.